So viel dazu. Da kommen nämlich wieder diese Cutters rein. Das heißt aber, wir können jetzt gleich mal anfangen hier. Quarantänestation brauchen wir. Jetzt muss ich gucken, wo ich die hinballer wieder. Die sollen wir hier auch ein Gehege hinmachen. Das heißt, da schon mal nicht hin. Man die vielleicht alle hier hinten hinballert, so dass die Leute das nicht sehen. Machen wir hier eine Barriere hin. Einfach mal so. Dann sehen die das nicht. Den Weg hier nochmal kurz weg. Sonst kann ich da kein Ding setzen. Keine Wand. So. Aber dann müsste ich den ja eigentlich gerade machen. Warte mal, dann machen wir den gerade. Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon machen, dann machen wir den gerade. Hoffe ich nerve nicht mit der Frage. Wirst du irgendwann wieder Musik machen? Hab deine Musik echt gern gehört und höre sie immer noch. Es ist in Planung tatsächlich. Ich schreibe fast täglich wieder neue Zeilen und so, aber es ist auf jeden Fall noch nichts Konkretes. Aber Hoffnung ist da. Genau, wir machen das, Leute, wir machen das. Hä? Was ist das denn? Warum kann ich hier nicht andocken? Dann spare ich nämlich nicht nur Platz, sondern auch... So, und jetzt können wir nämlich hier eine hölzerne... Ach, das ist nur eine Gehegetür. Ich brauche aber... Was brauche ich denn dann da? Schleuse? Was mache ich denn dann da hin? Ein Gästetor? Geht das auch? Gästetor geht nicht. Aber Gehege ist es ja auch nicht. Aber das geht da hin. Machen wir das einfach so. Dann Weg. Ich hoffe nur, dass die dann da auch durch können, die schlauen Mitarbeiter. Können sie natürlich nicht. Hallo Kuli, was geht? Willkommen im Stream. So, jetzt ist die Frage, warum ich da keinen Weg ranpappen kann. Das ist auf jeden Fall die falsche Tür. Warum gibt es denn keine Mitarbeitertür eigentlich? Sind das denn immer diese scheiß Schleusen oder was? Puff. Mein sieht nicht so geil aus. Aber er erfüllt halt seinen Zweck. Hoffe ich. Oder auch nicht. Na, das ist doch scheiße, Leute. Ich wollte halt das trennen von den Zuschauern, also von den... Von den... Ich meine, da können die doch auch durch, oder? Achso, nee, da ist ja keine Wand dann dahinter, keine Straße dann dahinter. Das ärgert mich ja, dass es keine Mitarbeitertür gibt. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt quasi das wegnehmen und da so einfach so ein kleines bisschen offen lassen. Das ist ja scheiße. Na egal, wir haben ja gesagt, wir bauen nicht so hübsch. So, und dann... Machen wir es halt so, mein Gott. Aber der Wille war da. Blume kann da weg. So, und jetzt kann ich nämlich hier versteckt und den noch ein bisschen höher. Pass auf, Barriere bearbeiten. Eigentlich kann man die da auch noch... Und das hier abreißen. Ach so, das gehört zum Eingang.
Ja, ist egal. Aber dann kann ich hier hinter die Mitarbeitergebäude machen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das finde ich echt ganz geil. Dann machen wir nämlich jetzt hier... Klauen wir uns die ganzen Pflanzen weg. Ja, vielleicht nicht alle. So. Bewegen. So, mal gucken, wo ich die jetzt hinstelle, dass ich die nachher wieder griffbereit habe. So, dann kann ich hier versteckt die Mitarbeitergebäude machen. Das finde ich gar nicht so dumm. Und zwar wieder ein Weg für Mitarbeiter. Ey, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich das Gebäude gleich mitbewegt. Okay, gut. Okay. Hoppala. Ah. Unter Bau könnte ich mal gucken, ob es da die Türen gibt. Das hast du recht, aber nö. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr. So habe ich mir das vorgestellt. So, hier ein paar Pseudobäume hin für die Leute, die da langlaufen. Die denken dann, dahinter ist Wald. So, weil wenn man hier langläuft, dann ist das nicht cool. Wenn man hier so langläuft, dann denkt man so, okay, da hinten ist Wald. Huh, geht mir nichts an. Hier haben sie ein bisschen hübsch, so da machen wir so ein paar Blümchen noch hin und so. Das passt schon, das passt schon. Aber dann habe ich wenigstens... Beim letzten Mal haben die nämlich rumgemeckert. Wenn ich in den Zoo gehen will, will ich keine Mitarbeitergebäude sehen. Mimimimimi. Arschlöcher. So. Wie weit ist eins? Ja, guck mal, eins. Ach komm, ey, so penibel bin ich jetzt. So will ich das haben. Dann da den Weg. Halt. Jetzt geht's noch näher. So. Hallo Luna, Grüße. Hallo Tata, willkommen im Stream. So. Und jetzt... Ich jetzt hier auch noch Wand. Ne, aber da läuft eh keiner lang. Ach, da läuft eh keiner lang. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Genau, und jetzt kann ich nämlich hier aufpassen. Quarantänegebäude. Kann hier hinter. Was kann sogar richtig weit hinter. Alter. Ich meine, das. Wie oft benutzen die das? Mal ehrlich. Wie oft gehen die in dieses scheiß Quarantänegebäude? Nur wenn mal so ein Vieh krank ist. Und meine Viecher wären nicht krank. So. Hallo Robin, willkommen im Stream. So, ich muss mir die Dinger hier immer so zwischenparken, weil die brauchen wir noch. Entfernen kostet unter anderem, wenn man die entfernt. Und ich kann es ja gleich nutzen für irgendein Gehege, von daher kann ich mir die auch zwischenparken. Und dann weitermachen. So, gibt es hierfür ein Kürzel eigentlich? Scheiße, weiß ich nicht. So, boah, dann machen wir hier die Blümchen noch mit hin. So, und dann können wir hier, wie gesagt, die Gebäude machen. Und zwar einmal die Quarantänezone. Guck mal, die ist sogar dann quasi hinter dem Eingang. Das finde ich eigentlich voll gut. Schön versteckt. Schön verstecket. So, zack. Puff. Und schon geht das dahinter lang. Die Leute sehen es nicht. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. So, jetzt können wir nämlich weiter loslegen. Die Tierarztpraxis, die ist nämlich auch riesig. Da ist der Eingang. Die ballern wir daneben, wenn das geht. Da geht es jetzt echt nicht um schön. Das ist total... total random dahin gepflanzt. Weil das sind wieder die Dinger, die braucht man nie. So, Forschungszentrum genauso. Wieder fürs Follow und herzlich willkommen! So. Hey, kam ein Update, ca. 660 MB. Wann denn, Madison? Madison meine ich. Wann denn? Wann kam denn ein Update? Aber vielen Dank fürs Follow auf jeden Fall, auch auf Mixer. So. Okay, was brauchen wir als nächstes noch? Was ist noch so useless? Die Werkstatt zum Beispiel, die ist ja fürs Forschen. Die stellen wir hier gleich daneben.
Was gut ist, ist das halt auch mega einfach für die erreichbar. Gerade eben kam ein Update. Oder werden wir wahrscheinlich gleich erstmal kurz das Update machen. Ich meine, 600 MB, die habe ich in 2 Minuten geladen. Und das Handelszentrum. Stellen wir die mal noch hin, die Sachen. Das Mitarbeiterzentrum habe ich jetzt mit Absicht ausgelassen, weil... So, guck mal an, jetzt ist das mega leicht erreichbar für die. Und, genau. Mitarbeiterzentrum muss natürlich weiter nach vorne und die Tierpflegerhütte brauchen wir halt auch. Achso, nee, wir haben schon 2 halt, bevor ich die doppelt baue. Gib mir meinen Dingsbums zurück. Du brauchst meine Tierpflegerhütte nicht. So, die muss natürlich hier nach vorne. Ja, die machen wir da hin. Da ist 1, wie gesagt, für das Gehege. 1 für das Gehege. Da werde ich noch Arbeitsbereiche, Arbeitsbereiche zuweisen. Um mir das Mimimi zu ersparen, jetzt natürlich auch noch ein Mitarbeitergebäude. Das wiederum... Jetzt muss ich gucken. Ah, nicht hoch und runter, sondern drehen. Genau, das werden wir hier in Pflanzen. Oder das machen wir direkt dahinter. Guck mal, das machen wir direkt dahin. Dann haben die es nicht so weit. Darum geht es mir, dass die es nicht so weit haben. Dann werden wir gleich mal 2 bauen. Dann werden wir gleich mal 2 bauen. Weil wie gesagt, wir machen eh alles hier vorne. Ich werde erstmal jetzt noch ein Gehege auf jeden Fall hier hinten noch 2 Gehege machen. Das werde ich trennen. Und damit die alles schön hier vorne haben. Weil beim letzten Mal hieß es, der Zoo ist ganz schön klein. Und ich glaube, das lag an den weiten Wegen. Es lag an den weiten Wegen. Jetzt müssen wir gucken, was wollen die Gäste? Die Gäste wollen essen. Die Gäste wollen... Oder wir machen erstmal Finanzen. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Das Ding müssen wir nachher mal bewegen. Da es gibt immer so bei den Routen Orte, wo die dann auf jeden Fall stehen bleiben, um die Viecher anzugucken. Und da werden wir es dann auch hinstellen. Das bringt es auf jeden Fall. Und für die Leute, die hier außen gucken, machen wir das hier hin an dem Pfeiler. So. Dann auf jeden Fall ein Fernseher. Oh Mann, warum macht der den immer so rum? Gibt's da einen Tipp? Ein Trick von euch, wie, dass der die nicht immer hinlegt? Warum sollte ich denn den Fernseher hinlegen? Das ist doch scheiße. Fügeplatz vorhanden, Szenario, Gebäude, also, das ist ja hier, das ist ja schon ein Haken drin. Wenn ich jetzt will, dass das da an die Glasscheibe geht, macht er nicht. An Objekt aus, ha, Metzen, mein Held. War jetzt nicht ironisch gemeint. Guck mal, das machen wir hier daneben. Puff. Nice. Wie auch immer das an der Glasscheibe hält, aber nice. den Lautsprecher für die Infos, den kloppen wir davor, stellen den ein und versenken den dann in der Erde. Den machen wir aber auf jeden Fall lauter. Mach mal lauter. So. Beim letzten Zoo, wo ich das hier, oder Silikon, Alter. Oder so Uhu-Kleber. Beim letzten Zoo wurde gesagt, ich habe nicht genug Bildung. Da muss ich heute auch mal drauf achten. Ich meine, wir haben ja so Erhaltungsinfotafeln. Die müssen wir tatsächlich auch platzieren, weil... anders kann ich mir das nicht erklären, wie ich sonst Bildung dazu kriegen soll. Die pflanzen wir mal so an alle Ecken. Je nachdem. Hier geht es um Amphibiensterben, weil wir jetzt hier dann quasi auch noch die Vivarien hinmachen. Aber ich war noch nicht fertig mit Spendendose. Und zwar auf die Seite hier. Was mich ja ein bisschen nervt, wenn das so durch die Scheibe durchgeht. Seht ihr das? Dass das so durchguckt? Bäh. Das mag ich nicht. Aber es wird wahrscheinlich nicht anders möglich sein. Höchstens hier hinten. Warte mal, hier ist ja so ein bisschen mehr Platz. So. Dann machen wir da auch wieder so ein Fernseher hin. Ein Fernseher. Oh, was ist hier los? Warum? Warum macht er den jetzt so rum? Was ist das denn? Ein Objekt. Das verstehe ich nicht. Aber gut, den kriegen wir geschoben. Den Sack kriegen wir geschoben. Oh
Warum auch immer der so rum ist. So, das müsste gerade sein. Ja, lass mal auch so die Höhe. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. So. Achso, da brauchen wir noch einen Lautsprecher. Ein Lautsprecher. Einen lauten Lautsprecher. Einrichtung ist der. Den machen wir auch wieder am Boden. Achso, wie fertig jetzt den anderen? Auf 10. Dann machen wir mal 10. Ob das laut dann für die Tiere ist? So, dann haben wir das einheitlich. 10, 10. Dann wiederum machen wir tatsächlich noch eine Spendenbox. Hier daneben fürs Sterben. Welche Tiere möchtest du denn in den Gehegen haben? Also hier weiß ich es noch nicht. Weil hier ist auch ein großes Gehege. Da muss ich mal gucken. Da muss wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Tier rein. Vielleicht wieder Grizzlybären, die fand ich ganz geil. Und hier auf jeden Fall Katas, damit die hier durchlaufen können. Katas und vielleicht noch eine Schildkröte oder so. Mal gucken. Genau, die brauchen was zu trinken. Aber halt nicht am Anfang des Zoos. Ich glaube, Essen und Trinken machen wir hier so hin. Beziehungsweise ist es eigentlich ganz geil, wenn man die immer weiter hinten hin macht. Weil die dann eine höhere Dingsbums haben. Ich nenne es mal Warteschlange. Halt, das da. Ja. Finde ich besser. Und dann kann man hier gleich noch... Dann kann man hier gleich noch... jetzt wisst ihr, wo es das gibt. Hier, Bänke. Müssen die auf dem Weg sein oder können die auch dahinter sein? Ich gehe davon aus, die können auch davor sein. Diese toll blauen Tonnen finde ich auch immer super. Die sind so hässlich. Aber du weißt schon, dass Grizzlybären mindestens Widerstandsgrad 4 haben müssen. Ach, hör auf jetzt. Das hat gestern auch gehalten. Da ist kein Grizzly abgehauen. Aber was mir gerade noch einfällt, wo du gerade sagst, Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Ich muss hier auf jeden Fall diese Kletterdingsbums bauen. Sonst hauen die ab, die Viecher. Macht das gekonnt immer auf die falsche Seite. So. Okay. So steht es in Zoopedia. Ach. Ach, gestern ist auch so ein Bär abgehauen, da ist nichts passiert. Da ist gar nichts passiert. So, wir brauchen auf jeden Fall dann hier einen Schlafplatz. Ein Rückzugsort, aber das sind jetzt nur für die... Muss mal gucken, welche Größe. Vielleicht die... Ah, wir nehmen die Größe hier. Oh, ich muss aufpassen, dass die nicht rüberspringen. So. Extra groß, groß, klein reicht. Das sind ja so kleine Scheißviecher. Wieso hat das jetzt hier keinen hingesetzt? Schön symmetrisch, wie so ein Pizzabelag. Ich denke, wenn die zufrieden sind, brechen die auch nicht aus. Naja, zufrieden ist immer Ansichtssache, aber. So, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Klettergerüst. Da finde ich halt schade, dass wir keins vorgefertigt haben. Ich hätte gerne ein vorgefertigtes, weil selber basteln ist halt immer so meh. Ist halt schon anstrengend. Da mal selber eins zu basteln. Lass mal gucken, wo ich das hinbaue. Hier wahrscheinlich. Hier so, genau. Was war das hier? Gibt es noch längere? Alle so Chor. Ah, hier ist ein langes. Guck mal. So. Fragt mich nicht, was ich hier tue. Ich mache einfach mal.
Ob das jetzt physikalisch richtig ist oder falsch ist, könnt ihr selbst entscheiden. Rückzugsorte und Klettermöglichkeiten. Ja, das weiß ich ja, dass man das erforschen kann, das weiß ich. Aber das dauert halt immer ewig. Gerade am Anfang ist das ein bisschen belastend. Ey, was ist das denn? Ich wollte das doch drehen, Mann! So. Das erste auf OK drücken und dann auf M. Hä? Die dumme Sau, jetzt muss ich das echt erst drehen? Das ist doch bescheuert. Rot. Dann nach oben. Dim, dim, dim. Und vor allem backen die Viecher dann wieder fest, wetten. Und werden sie wieder in den Container geschmissen und... Und sind jedes Mal in der Box. Vielleicht kann ich das so lassen. Markiere mir beide. Mach bewegen. Ja, dann habe ich die doppelt. Dann mache ich die hier rauf. Guck mal. So, das hier wieder. Jetzt fässt er natürlich da an. Was ist das denn für ein Quark? Müssen wir jetzt da ausrichten. Und da hinschieben. Puff. Ja, so lassen wir das. Guckt zwar jetzt hier so ein bisschen rüber. Aber ist mir egal. Chris, um Klettermöglichkeiten bauen, wird schon klappen, Chris. Naja. Naja. Ich bin gespannt. Aber wisst ihr was? Die klettern eh immer hier hoch. Kann man das jetzt einfach kopieren? Und das bleibt so? Ach, warte, ich habe ja Ausrichten, ich Trottel. Oh, Leute. Das erleichtert natürlich einiges. Die klettern eh immer aufs Dach. Ich muss das ja gar nicht so schwierig machen. Zack. So, meines Erachtens nach können die dann auch hier rüber, richtig? Das hoffe ich zumindest. So, dann kopieren wir uns das Ganze wieder. Don Kappa! Moin, gibt's Otter in dem Spiel? Keine Ahnung. Kann das jemand vielleicht einer von euch beantworten? Ich kann es dir nicht sagen. Otter? Also Otter wären schon süß. Puff. Ja, okay, wir müssen das Ganze verschieben. So. Machen das mal hier immer an die Pfeiler da unten, das finde ich ganz cool. Naja, gerade ist was anderes. Warte, was war das? X? X. So. Und bestätigen? Was ist bestätigen? Nix. Muss man anklicken. Na gut. X rüber. X drehen. Was ist denn jetzt? Ich bin nicht, warum muss ich das jetzt in... Aber so passt schon halb. Jetzt noch ein bisschen runter. Ja, warte, dann pappt es daran. Die Frage ist, ob das wieder so eine Stelle ist, wo die dann rumbaggen. Wieso macht er jetzt in tausend, also so in Rasterschritten? Weiß das jemand? Das finde ich nämlich nicht so geil, dass er das jetzt hier so
Können wir es nicht einfach. Daran pappen? Zack. X. Das will mich doch verarschen. Der Winkel ist halt kacke. Dass er das jetzt so festmacht quasi. Aber ich glaube, das geht so. Ich meine, es sieht zwar scheiße aus, aber ich glaube, es geht so. So, jetzt machen wir... vielleicht so eine Schräge hin. Jetzt mache ich so einen kleinen. Hallo Henry, Grüße. Mal so 3 hoch. Oh, ist ein bisschen schräg. Hoppala. Das ist bestimmt wieder von der anderen Seite total schräg. Ach, leck mich doch, das bleibt jetzt so. So, und dann hätte ich gesagt, zum Beispiel, so ein Ding. Das ist ein bisschen lang. Machen wir es mal so. Sehr kurz. Okay, das ist lang. Frage ist, ob die da halt lang klettern können. Das ist die Frage, die Question. Warum sind die so lang? Okay, das hier finde ich kacke. Kann man hier auch... ja, das ist schon besser. So. Jetzt machen wir noch eins runter. So, jetzt ist das wenigstens gerade. Die Frage ist, ob die jetzt hier so quasi so schlau sind und da lang können. Oder ob die dann da halt festbuggen. Gute Frage, nächste Frage. So, jetzt kriegen die noch hier so ein paar Ausguckdinger. Mach das mal gerade, bitte. Okay, warte. So. Umständlich bis zum geht nicht mehr, aber ich krieg's hin. Die Frage ist ja, ob die da überhaupt dann hochkommen, so schräg. Was lasse ich jetzt erstmal so? Es ist nicht schön, Leute, ich weiß es, aber wir lassen das jetzt so. Hauptsache, die haben halt ein bisschen was zu klettern, mein Gott. So, Essen haben wir, da waren wir stehen geblieben. Dann machen wir mal noch Infostand, wäre vielleicht nicht verkehrt, gleich am Eingang so. Dann können wir so Broschüren kaufen oder sowas. Oder halt hier hin.
So. Merchandise, der kommt irgendwo weiter weg. Die Ballons. Der kommt hier hin. Lady Balloons. Lady Balloons. Alter. Puff. Okay. So. Wie viel Geld haben wir jetzt ausgegeben? Circa 20.000. So, dann machen wir jetzt erstmal schnell das Update.